Herr Bumsdorf, wir sehen gerade Bilder dort, die sind live, die uns erreichen. Und offenbar haben Polizisten jemanden festgenommen. Das sieht eindeutig nach einer Festnahme aus. Man hat ihn auf den Boden gedrückt, den Mann, und hat ihn dann Handschellen angelegt. Diese Live-Bilder, die wir sehen, könnten darauf schließen, dass man den Fahrer oder eine andere beteiligte Person offenbar dort festgenommen hat. Es scheint eine Hauptstraße in der Innenstadt zu sein. Ein Handy-Live-Bild, so viel steht fest. Und es deutet alles darauf hin, dass dort gerade eine Festnahme stattgefunden hat. Das ist der LKW, der in dieses Kaufhaus gerast ist. Und inzwischen hat auch die Polizei bestätigt, dass es 3 Tote sind. Auch hier Polizisten im Einsatz, die offenbar dieses Einkaufszentrum, dieses Foyer dort weiter durchkämmen. Aber diese Live-Bilder, Katja, die wir auch eben gesehen haben, deuten eindeutig auf eine Festnahme hin. So ist es. Wir bekommen auch immer mehr Augenzeugenberichte. Zum Beispiel hat einer der Zeugen der Zeitung Aftonbladet berichtet, er habe zum Zeitpunkt des möglichen Anschlages in einem Schuhgeschäft gestanden, habe ein Geräusch gehört. Plötzlich fingen die Leute zu schreien an und er blickte aus dem Laden und sah dann eben diesen großen Truck, den wir ja eben auch gesehen haben von den, in den Bildern. Herr Bumsdorf, können Sie denn schon was sagen? Wir haben ja schon vor einigen Minuten gehört, da hatte das schwedische Radio gemeldet, dass es offenbar eine Festnahme gibt. Möglicherweise haben wir das auch gerade hier gesehen. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, ich habe im Grunde genommen ähnliche Informationen. Also das heißt, dass Zeugen und eventuell sogar eine Polizeiquelle, aber ungenannt, bestätigt hat, dass in der Olof-Palmes-Gate, das ist nicht weit von dem Tatpunkt, eine Festnahme gegeben hat. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle genau, im Grunde genommen sind das ein paar hundert Meter Luftlinie ungefähr von dort, wo das, wo der LKW in die, ins Kaufhaus gefahren worden ist, an der Olof-Palmes-Gate eben, die nach dem schwedischen Ministerpräsidenten benannt worden ist, der ja selber auch auf offener Straße erschossen worden ist vor Jahrzehnten, vermutlich von einem Schweden. Das hat sich nie wirklich geklärt. Und da soll es also eine Festnahme gegeben haben.